Hier eine Aufgabe zum Thema Preisuntergrenze, Break-Even-Point und Beschäftigungsgrad. Wer die Aufgabe alleine lösen möchte, kann das Video an dieser Stelle anhalten. Alle anderen begleite ich nun durch die Lösung. In Teilaufgabe A ist gefragt nach der kurzfristigen Preisuntergrenze für das Erzeugnis. Die kurzfristige Preisuntergrenze des Erzeugnisses sind meine variablen Kosten. Kurzfristig muss ich meine variablen Kosten decken, um nicht neben den Fixkosten noch mehr Minus zu machen. In dieser Aufgabe bedeutet das, ich nehme das Fertigungsmaterial, die Fertigungslöhne, die Sondereinzelkosten der Fertigung, die Spezialverpackung und addiere sie. Damit erhalte ich die Selbstkosten von 40 Euro. Das ist die kurzfristige Preisuntergrenze und die variablen Kosten. In Teilaufgabe B sollen wir den Verkaufspreis errechnen, der zu einer Kostendeckung führt, wenn Vollauslastung vorherrscht. Das heißt, ich produziere an der Kapazitätsgrenze und ich mache keinen Gewinn. In dem Fall müssen die Kosten dann gleich den Erlösen sein. Und zwar bei Vollauslastung an der Kapazitätsgrenze. Dementsprechend rechnen wir mit 2000 Stück, da dies in der Aufgabe vorgegeben ist, nehmen die 45.000 Euro Fixkosten plus die variablen Kosten von 40 mal die 2000 Stück und erhalten Kosten von 125.000 Euro. Welchen Preis müssen wir verlangen, damit wir keinen Verlust machen? 125.000 Euro geteilt durch 2000 Stück erhalten wir einen Preis von 62,50. In Frage C möchten wir den Break-Even-Punkt bei 75% erreichen. 75% von 2000 Stück sind 1500 Stück. Und bei 1500 Stück müssen die Erlöse gleich den Kosten sein. Wir nehmen wieder unsere Kostenfunktion, setzen die Fixkosten ein, die variablen Kosten und jetzt unsere neue Stückzahl bei 75% Beschäftigungsgrad. Und auf der anderen Seite nehmen wir die Erlösfunktion, auch mit 1500 Stück, und P ist die einzige Variable, die uns fehlt, und die können wir berechnen. Und so kommen wir auf 70 Euro pro Stück als Preis, wenn man den Break-Even-Punkt bei 75% erreichen möchte. In Teilaufgabe D wollen wir das Betriebsergebnis bei einem Beschäftigungsgrad von 85% berechnen und einem Stückdeckungsbeitrag von 48 Euro. Das Betriebsergebnis errechnet sich folgendermaßen: Stückdeckungsbeitrag mal Menge minus die Fixkosten. Das führt zu einem Betriebsergebnis von 36.600 Euro im Monat.